Hallo, hallo. Ich bin der Philipp Jakesch und ich bin Naturfotograf aus Österreich. Ich biete Fotoreisen und Fotoworkshops an zum Thema Naturfotografie. Und Naturfotografie ist für mich Landschaftsfotografie und Tierfotografie. Bei der letzten Reise auf die Lofoten haben wir eine Adlertour gemacht und darum geht es im heutigen Video. Ich habe das Video heute in drei Teile gegliedert. Ich möchte euch einerseits einmal sagen, was passiert bei so einer Adlertour, wie läuft die ab. Das zweite sind die Fototipps und wenn ihr dann zurück nach Hause kommt, die Bilder auf dem Computer ladet und dann startet der dritte Teil, nämlich die Bildbearbeitung. Wie arbeiten wir an unseren Tierbildern? Genau, zuallererst die Tour, wie läuft die ab? Wir sind als kleine Gruppe, also ich buche nur private Touren, das heißt, man hat ein Boot, wo circa 14 Personen drauf passen und das teilen wir uns dann zu maximal zu siebt, also ich nehme bis zu 6 Personen mit auf Fotoreisen. Bei dieser Gruppengröße kann ich mir eben auf jeden Einzelnen und jede Einzelne sehr gut einstellen und konzentrieren und kann sicher gehen, dass die Bedürfnisse möglichst gut wahrgenommen werden. Die Adlertour selbst ist dann so, dass wir eine Vorbereitung, Sicherheitseinschulung bekommen, weil wir werden mit dem Boot rausfahren. Das Boot ist ein Zodiac, also so ein Rip-Boat, ein Rigid Inflatable Boat. Das ist eine robuste Außenhaut, also ein Teil ist mit Luft und ein Teil ist ein harter Rumpf. Zusätzlich zu unserer Sicherheit haben wir einen Anzug, einen Sicherheitsanzug an, der uns einerseits vor dem Wind schützt am Boot und andererseits würde dieser bei Wasserkontakt aufschwimmen. Also wenn wir ins Wasser fallen würden, wird der auch Auftrieb verleihen. Das Weitere ist eine Sicherheitsweste, die wird bei Wasserkontakt sofort aufgehen und auch als Schwimmkörper dienen. Damit die Augen nicht tränen, haben wir eine Skibrille auf während der Fahrt. Außerdem ist es so, dass die Fahrt in einer wunderschönen Gegend stattfindet und wir während der Fahrt das eine oder andere Bild machen können. So Anfang des 19. Jahrhunderts war es so, dass die Seeadler fast ausgerottet waren. Menschen haben die grausam verfolgt und vergiftet. Glücklicherweise gibt es seit vielen, vielen Jahren einen intensiven Schutz und die Population erholt sich sehr gut. Beim Boot sitzen wir auf sogenannten Jockey-Sitzen. Das heißt, man muss einmal mit einem Fuß drüber steigen und dann sitzen wir so in Fahrtrichtung und halten uns vorne quasi an. Das heißt, wir sind zwei Reihen und man sitzt so hintereinander. Wenn wir dann am Platz sind, wo wir fotografieren können, dann ist es so, dass wir uns wieder vom Sitz erheben können und im Stehen oder im Knien fotografieren können. Es ist nicht ewig viel Platz, aber für 7 Personen reicht es locker aus. Also das ist super. Zusätzlich dazu ist es so, dass die Gebiete, in denen wir die Adler fotografieren, liegen zwischen so kleinen Inseln. Das heißt, auch wenn der Wellengang etwas höher ist im Fjord, ist es so, dass an diesen Orten der Wellengang relativ moderat ist. Also man bekommt da kaum was mit davon. Das ist schon mal super. Bevor ich Vögel im Flug fotografiere, ist es so, dass ich meistens so eine Zielübung mache. Das klingt jetzt vielleicht doof. Das heißt, wie gehe ich davor? Ich sitze zu Hause oder wo auch immer vor der Tour und visiere einen Punkt an, den ich mir merken kann, also zum Beispiel ein Straßenschild in der Entfernung. Dann schließe ich meine Augen und nehme die Kamera zum Gesicht. Ich simuliere quasi die Aufnahmesituation. Nur, dass ich nicht sehe, was ich tue, weil ich ja die Augen geschlossen habe. Und sobald ich dann die Kamera vorm Gesicht habe, öffne ich meine Augen und dann muss der Fokuspunkt, also die,
die Mitte von der Kamera quasi sollte möglichst gut auf dem Punkt sein. Und das wiederhole ich 5 bis 10 Mal, bevor ich rausgehe mit verschiedenen Punkten, mit verschiedenen Entfernungen. Und somit bin ich dann viel schneller, wenn ich dann vor Ort tatsächlich fotografiere. Also ich habe mir vor 1-2 Jahren so ein schönes Tele besorgt und das ist eine Fixbrennweite, ziemlich teures Gerät und trotzdem nehme ich das auf so eine Reise zu den Adlern nicht mit. Es ist so, dass wir in diesem Fall relativ nah an die Tiere rankommen und mein Lieblingsobjektiv dafür ist das 100 bis 400. Das ist zwar nicht super lichtstark, hat aber gute Schärfe. Die super Sache daran ist, dass es sehr flexibel ist. Also ich würde mich dann zwischen diesen beiden für das 100 bis 400 entscheiden. Ein ganz wichtiges fotografisches Thema. Die Einstellungen der Kamera. Also, zuerst Belichtungszeiten. Bei den Belichtungszeiten ist es so, dass ich mich im Bereich von einem 1250stel aufhalte für scharfe Adlerbilder. Das heißt, wenn ich die Action einfrieren möchte, reicht es bei den großen Vögeln schon aus. Ich gehe dann rauf bis ein 2000-2500stel, je nachdem wie viel Licht verfügbar ist. Also wenn relativ wenig Licht verfügbar ist, dann schaue ich, dass ich eher beim 1000-1250stel bin. Aber grundsätzlich, wenn ich sage 1250stel ist so mein Startpunkt, dann schaue ich mir an, sind die Bilder scharf, so wie ich es mir vorstelle und dann gehe ich entweder schneller oder langsamer. Das nächste ist der Aufnahmemodus. Der Aufnahmemodus ist bei mir M. Ich fotografiere im manuellen Modus, offenblendig, also in meinem Fall vom 100 bis 400 ist es 4,5 bis 5,6. Manchmal blende ich noch ein bisschen ab, um eine halbe Blendenstufe oder so, wenn genügend Licht verfügbar ist und wenn der Hintergrund dementsprechend passt. Aber das ist immer anlassbezogen. Außerdem fotografiere ich im Auto-ISO, wenn das die Rahmenbedingungen zulassen, also wenn die Lichtverhältnisse nicht zu extrem sind und die ISO-Automatik dadurch Probleme machen würde. Und als weiteres fotografiere ich mit zwei verschiedenen Autofokus-Modi. Ich fotografiere einerseits im Motiverkennungsmodus, wo die Kamera Tiere erkennt, die Augen der Tiere erkennt und also das ist wirklich extrem stark schon. Und zum Zweiten, also ich habe das auf zwei verschiedene Knöpfe. Wenn das nicht so gut funktioniert, wie ich mir das wünsche, habe ich ein größeres Feld, mit dem ich dann das Tier super verfolgen kann. Was natürlich auch wichtig ist, ist das Serienbild. Also ich schaue, dass ich Serienbildgeschwindigkeit von 10 bis 15 Bildern pro Sekunde verwende, um einfach einen schönen Verlauf der Action zu haben. Natürlich könnte man auch mehr verwenden, aber das ist halt wieder die Frage, wie viel möchte man dann aussortieren und was stellt man sich vor fotografisch. Was ganz wichtig ist, ist auch der kontinuierliche Autofokus bei Nikon, Sony und Fuji heißt das AFC und bei Canon ist es Servo. Eine zweite Sache, die ich persönlich sehr gern mag, sind so Mitzieher, wo man die Bewegung im Hintergrund verwischt. Das ist besonders dann super, wenn man eben, wie gesagt, ein nicht so lichtstarkes Objektiv hat, kann man dadurch ein super isoliertes Motiv haben. Mit einer längeren Belichtung werden da
die Bewegungen verwischt und da schaue ich, dass ich irgendwo im Bereich von einem 50stel, von einem 25stel oder so bin. Und das ist natürlich auch dementsprechend viel Trial and Error. Da gibt es ganz viele unscharfe, unbrauchbare Bilder, aber vielleicht ist das eine oder andere dabei, das dann richtig cool ausschaut, wo man dann zufrieden ist und wo man dann was Besonderes hat. Das ist natürlich Geschmackssache, mir gefällt's. Es ist ganz wichtig, dass wir bei der Bewegungsverfolgung nicht nur die Kamera drehen, sondern uns mit dem ganzen Körper dem Motiv zuwenden, also mit dem Oberkörper. Wir drehen nicht nur die Hände, sondern wir drehen uns im Becken, haben einen stabilen Stand und drehen den gesamten Oberkörper so, dass wir das Motiv verfolgen. Dadurch haben wir ein maximales Maß an Stabilität und damit einhergehend auch maximal schöne und verwacklungsfreie Bilder. Natürlich darf der Bildstabilisator auch nicht fehlen, aber das ist wahrscheinlich selbsterklärend. Trotzdem möchte ich es dazu sagen. Nun möchte ich euch die Bildbearbeitungsseite zeigen. Bei der Bildbearbeitung von Tiermotiven gehe ich gleich vor wie bei der Bearbeitung von Landschaft. Also ich versuche die Szene zu analysieren. Was ist mein Hauptmotiv? Wie schaut der Hintergrund aus? Das ist jetzt die RAW-Aufnahme, eine der RAW-Aufnahmen. Und da sieht man schon, das ist zu dunkel, das Bild. Und da können wir schon mal die Helligkeit erhöhen. Durch die Schneesituation ist es so, dass ich da versucht habe, mir ein bisschen von den Lichtern zu entfernen, weil teilweise war Sonnenschein, teilweise war Schattenbereich und dadurch wollte ich einfach vermeiden, dass die ganz hellen Lichter abgeschnitten werden. Das Erste, was mir auffällt, abseits der Helligkeit, ist, dass das Bild schief ist. Was ganz wichtig ist, bitte, bitte, bitte tut euch selbst einen Gefallen und richtet eure Bilder gerade. Das ist so einfach, aber so wichtig. Wenn ich dieses Bild gerade ausrichte, an der Kante da hinten, dann ist es so, dass es schon sehr knapp ist zum Rand, geht sich glücklicherweise aber noch aus. Die Helligkeit haben wir jetzt einmal eingestellt und jetzt gehen wir weiter zu den Farben, zur Farbbalance. Hier gehe ich wie bei der Landschaftsfotografie vor, so vor, dass ich mit der Dynamik und mit der Sättigung ganz nach oben gehe und dann mir die Farbbalance einstelle. Das wäre zu warm, das wäre zu kalt und irgendwo in der Mitte, also in der Gegend, wo wir waren, da pendle ich mich ein. Das heißt, gehen wir zurück auf 0, bei Sättigung und bei Dynamik können wir auf 20 oder so bleiben. Jetzt schaut es schon mal ganz gut aus. Jetzt gehen wir mit den Lichtern etwas runter um 30 bis 40 und bei Tiefen können wir uns in dem Bereich aufhalten bei 30. Anschließend setze ich meinen Schwarz- und meinen Weißpunkt fest. Das mache ich so, dass ich die Alt-Taste drücke und halte und anschließend beim Weißregler so weit nach rechts gehe, bis erste Verfärbungen sichtbar sind. Das heißt, bis hierhin könnte ich gehen. Ich halte aber ein bisschen Abstand, das wäre mir zu viel, also ich gehe auf plus 25 oder so. Und bei Schwarz ist es ähnlich. Da gibt es ganz kleine Bereiche, die da quasi betroffen sind. Da können wir ein bisschen auf plus 5 oder so gehen und das reicht schon aus, um diese schwarzen Bereiche zu reduzieren. Dann gehen wir mit Klarheit nach oben, also wir gehen bei Klarheit auf plus 15 oder so, wir vergleichen vorher, nachher, das bringt was. Um
das Leuchten in die Bilder zu bekommen, gehe mit der Gradationskurve rein und gehe mit den Helligkeiten nach oben und mit den Tiefen etwas zurück zur Basis. Das heißt, wenn wir nochmal schauen, vorher, nachher, also es leuchtet einfach so ein bisschen mehr. Und genau das machen wir jetzt auch im Anschluss lokal. Aber vorher schaue ich noch bei der Schärfe. Da werden wir den Betrag auf 50 erhöhen. Und dann gehe ich wieder mit gedrückter Alt-Taste. Ich möchte nur den Vogel schärfen und sonst gar nichts. Das heißt, ich gehe da rein, gedrückte Alt-Taste und schaue, okay, das ist ein guter Schärfebereich. Und dann bleibe ich auf Radius 1. Beziehungsweise können wir da nochmal schauen, beim Auge kann ich den Radius verringern oder erhöhen. Wenn ich ihn erhöhe, dann wird es viel gröber und wenn ich ihn verringere, wird es viel feiner. Das heißt, ich würde in dem Fall bei 0,8 bleiben und bevor ich das Bild dann drucken würde oder so, würde ich es dann sowieso nochmal separat schärfen müssen. Das heißt, ich verwende jetzt einen Wert, der aktuell passt und das finale Schärfen muss man eh sowieso noch machen. Ganz wichtig noch, chromatische Aberration, Profilkorrektur aktivieren und dann sind wir eigentlich soweit schon fertig da mit den globalen Anpassungen. Gleich wie bei der Landschaftsfotografie gehen wir jetzt rein und machen lokale Anpassungen und dazu verwende ich einen Pinsel. Mit dem Pinsel hebe ich Dinge hervor, die markant sind und die ich hervorheben möchte. Und da gehe ich rein auf Klarheit, erhöhe bei der Gradationskurve den Kontrast und gehe mit Lichter und Weiß rauf. Das mache ich in der Landschaftsfotografie ganz gleich und warum nicht auch bei der Tierfotografie. Und dann gehen wir mal auf 50% Vergrößerung und dann schauen wir, verfolgen wir die Strukturen, die sowieso schon da sind. Also da gehen wir mal da rein, den Flügel, dann ein bisschen was bei der Flügelunterseite. Der Vorteil, wenn man mit Weiß arbeitet, ist, dass man ja nicht die komplette Helligkeit dann erhöht, sondern nur die Bereiche, die hell sind. Also ich erzeugt da quasi noch einen stärkeren Kontrast. Du gehst so vor, dass ich eben die Details etwas rausarbeite. Stoßfedern können wir auch ein bisschen heller machen. Da müssen wir allerdings schon vorsichtig sein, dass es nicht zu hell werden. Die Krallen, die schneebedeckten Krallen, können wir auch noch etwas verstärken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schon mal nur die Maske aus und wieder einschalten, dann sehen wir schon, wow, das ist ja, der leuchtet richtig, der Vogel, das ist Wahnsinn. Was ich dann auch noch machen würde, was ganz wichtig ist bei Tieren, in dem Fall gehen wir auf die, in dem Fall gehen wir auf 100%, kann ich reingehen und mit Lichter, Weiß und Tiefen ein bisschen rauf und Klarheit, können wir das Auge noch etwas heller machen. Also wir können die Augenumrandung und dann das Weiße von den Augen etwas heller machen. Und damit bringen wir nämlich so ein gewisses Leuchten ins Tier. Im Gegenzug dazu können wir gewisse Bereiche, so wie unterm Schnabel, beim Auge, ums Auge herum können wir ein bisschen abdunkeln, da bei Schnabel, bei der Schnabelpartie was. Und genau. Und da, das ist also die Augenumrandung, dass sie die Federn noch schöner abheben, kann ich da gewisse Bereiche, die dunkler sind, schon. Ja, nochmal angreifen und dann. Schauen wir uns nochmal das Ganze an. Und wenn ich jetzt da nochmal vorher, nachher, also schaut aufs Auge ein bisschen, das ist auch sehr wichtig. Und ja, wenn ich möchte, könnte ich noch einen Radialfilter hinzufügen. Also den würde ich dann irgendwie so in der Größenordnung machen. Mit einer weichen Kante nicht zu stark.
bisschen flacher machen und dann drehe ich ihn so, dass er den Vogel ein bisschen stärker, ein bisschen größer vielleicht noch. Und dann nehme ich nicht den Filter so wie er ist, sondern tue den invertieren. Das heißt, ich setze den umkehren Haken und gehe dann einfach ein bisschen nach unten mit der Helligkeit und gehe mit der Klarheit und nach unten. Dunst können wir ein bisschen hinzufügen, quasi, dass es ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich hoffe, ich habe euch wieder das eine oder andere sagen können und ein paar Inputs liefern, die euch weiterbringen. Das Wichtigste ist natürlich üben, üben, üben. Ich darf auch noch ganz, ganz viel lernen. Jedes Mal, wenn ich draußen bin, lerne ich Kleinigkeiten dazu. Und es ist einfach so wichtig, dass man weiterkommt. Ich mache das seit vielen Jahren aus großer Leidenschaft. Bin seit über 7 Jahren selbstständig als Fotograf und mache meine Fotoreisen und Workshops. Ich hoffe, ihr habt vom Video was mitnehmen können. Wenn dem so ist, freut mich das und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.